Hacker wie Clay sagt, nicht besonders einfach, denn es hat fast den Anschein, als sei das der neue Volkssport, zur Gitarre oder zum Schlagzeug zu greifen und eine neue Band aufzumachen. Ich werde Ihnen mal so ein bisschen meine Eindrücke vom Chavez-Album, das heißt Gun Glimmering, und da haben wir gerade auch schon den Pentagram Ring gehört als zweites, nachdem es hier mit Railroad Jerk losging. Ich werde Sie mal versuchen, hier mit meinen Eindrücken so ein bisschen zu konfrontieren. My impression of your music, if you're interested, is... Go for it. Yeah, that you try to play the guitars like, let me say, a raging sea sometimes, and on the other hand, you have very soft vocals, sure, which seems to be a very fine contradiction. Also ich erkenne hier einen gewissen Widerspruch oder zwei Extreme, einmal sehr sanfte Vocals, und dann doch sehr hartrockige und scharfkantig gespielte Gitarren. One of the bands we liked the most was Cheap Trick. Can you try to tell a little bit about the background of this song we heard? Das war nochmal ein Song von Chavez von Gun Glimmering, ihrem Debütalbum Peeled Out Too Late, mit schönem Silvestergeknaller. Clay? That was a sound from Washington, D.C. on July 4th last year. Or was it last year? The year before, I can't remember. July 4th being the American holiday celebrating. Yeah, Independence. American Independence Day. So, and it's kind of a weird sound because you hear everyone... Because everyone sees the explosion and you hear them all go, but then you hear the sound afterwards, so it's sort of backwards. Mm-hmm. Also, zwei Erklärungen. Einmal